dass die Mineralölkonzerne den Krieg halt nutzen, um mit diesem Vorwand von eben gestiegenen Kosten, von Unklarheiten auf dem Ölmarkt, weiterhin richtig, richtig dick Kohle zu machen. Durch eben höhere Kosten von Bewässerung, durch Ausfall von eben Niederschlägen. Und das alles schlägt sich dann vor allem eben in unserem Portemonnaie nieder. Ist doch wichtig festzuhalten, dass es überdeutlich macht, dass es um eine langfristige Transformation der Produktion gehen muss. Ich biete euch die vollen Regale, für alle erschwinglich. Das war es doch immer. Und jetzt stehen wir, erst in der Corona-Pandemie, jetzt in diesem Krieg, stehen wir vor leeren Regalen wieder. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in unserer 60. Folge von Über Tage beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz aktuellen Thema. Nämlich mit dem Thema, alles wird teurer. Und ja, wir alle kennen diese Aussage, wir haben sie schon tausendmal gehört. Wir tun sie ganz gerne ab, wenn wir sie von unseren Großeltern hören und tun so, als wäre es einfach nur ein stiller Protest gegen die Moderne und ein romantisierter Blick auf die früheren Zeiten. Unsere Eltern hören wir sie manchmal auch murmeln, während sie den Kopf beim Blick auf den Einkaufszettel schütteln. Aber auch wir ertappen uns doch immer häufiger mal dabei, wenn wir sie im Stillen murmeln, wenn wir auf die Nachzahlung für die Strom- und Gasanbieter in unserer eigenen Wohnung schauen. Das waren früher mal 2 Mark. Ja, für 2 Mark hast du noch 8 Kugeln Eis bekommen. Ja, aber ich meine, spätestens jetzt mit der aktuellen Entwicklung wird uns doch allen deutlich, dass das nicht einfach nur ein romantischer Blick auf frühere Kugel-Eis-Preise ist, oder ein reines Meckern der privilegierten bürgerlichen Klasse, sondern das Ganze hat Hand und Fuß und betrifft uns alle im Alltag. Und ja, gerade jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs, das ist ja jetzt so ein bisschen der Elefant hier im Raum, haben wir eine unglaubliche Erhöhung von Lebensmittelpreisen gesehen, gerade im Fall von Mehl, von Öl. Aber auch die Gaspreise und damit auch die Strom- und Heizpreise sind unfassbar gestiegen und auch die Ölpreise, wie wir alle an den Tanken sehen konnten oder gerade die von uns, die zur Arbeit pendeln müssen, es stark gemerkt haben. Um aber natürlich nicht bei so einem großen Problem auf die liberalen Antworten reinzufallen, also weder auf Vorschläge von der rechten Seite, von FDP und AfD, dass es einfach nur eine Steuersenkung jetzt für Mineralölprodukte, Gasprodukte etc. braucht oder auf grüne Antworten oder von anderen liberalen Teilen der Klimabewegung, dass wir jetzt besonders bei Gas und Öl einfach mal unsere eigenen Ansprüche zurückstellen müssen und auch mal ein bisschen mehr Geld für Produkte ausgeben müssen, um eben dem russischen Aggressor doch jetzt nicht noch Öl und Gas abzukaufen und sogar noch ganz nebenbei die Verkehrswende damit herbeizuführen. Nein. Damit man nicht solchen Rattenfängern auf den Leim geht, wollen wir uns die Frage stellen, ja, warum wird denn eigentlich alles teurer? Was man natürlich direkt im Kopf hat, ist natürlich das Wort Inflation. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich Inflation? Vereinfacht gesagt sagen, für das gleiche Geld kriege ich weniger Ware und deswegen wird die Inflation auch Geldentwertung genannt. Man muss ja sagen, dass in Deutschland die Steigerung des Preisniveaus in den letzten Jahren sehr stabil war, aber jetzt erleben wir, wie gesagt, alle, dass es zu diesen starken Verteuerungen kommt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und darauf werden wir auch heute in der Folge eingehen. Wir werden 3 Gründe dafür nennen, einmal die Geopolitik, die Ökologie und die Produktion an sich. Ja, und hier müssen wir natürlich beim Stichwort Inflation auch auf einen häufig genannten Faktor eingehen, der jetzt nicht direkt was mit den 3 Punkten zu tun hat, außer vielleicht mit dem letzten, nämlich einfach mit der Zentralbank und der Zinspolitik. Da ist ja immer ein Stichwort, was genannt wird, expansive Geldpolitik, häufig dann auch eben im Gegensatz zu der restriktiven Geldpolitik. Ganz einfach gesagt ist die expansive Geldpolitik, wenn eine Zentralbank eines jeweiligen Staates oder im Fall von der EU, da haben wir eine, wir als hier europäischer Raum, eine gemeinsame Zentralbank, nämlich die EZB, die im Umlauf befindliche Geldmenge erhöht und somit die Währung abwertet.
Und das macht sie dann über ganz unterschiedliche Mechanismen, mehr Geld drucken als ganz einfaches Beispiel oder eben die Geldmenge durch verschiedene Geschäfte, die sie dann tätigt, erhöhen. Das geht natürlich, wie gesagt, dann auch einfach wieder in die andere Richtung, die Geldmenge zu verringern. Aber diese expansive Geldpolitik geht auch häufig einher mit einer Niedrig- oder Nullzinspolitik und damit auch einer Ausweitung der Kreditvergabe an Unternehmen und Privathaushalte. Deswegen ist das auch ein ganz beliebtes Mittel, was gerade eben in Rezessionen oder Wirtschaftskrisen eingesetzt wird, um eben die Wirtschaft wieder anzukurbeln und sowohl von KonsumentInnenseite zu einem erhöhten Kauf von Produkten anzuregen und gleichzeitig auch mit der Kreditvergabe an Unternehmen zu einer Ausweitung der Produktion und damit wieder schönen neuen Steuereinnahmen in die Staatshaushalte. Gleichzeitig ist auch eben diese expansive Geldpolitik nicht nur darauf ausgerichtet, sondern sie kann auch ganz praktisch mit der Inflation genutzt werden, um eben die Schulden eines Staates zu verringern, da ja nicht nur einfach die Kaufkraft von der Währung dann abnimmt, wenn es darum geht, dass wir ganz persönlich uns dann eben weniger Speiseöl oder Mehl leisten können, sondern auch die reellen Schulden sozusagen, die ein Staat hat, werden dadurch weniger. Das heißt, stark verschuldete Staaten profitieren, wenn es zu einer Inflation kommt. Es gibt auch noch andere wichtige Zwecke. Gerade die USA sind da ein fantastisches Beispiel dafür, wenn es eben hohe staatliche Ausgaben gibt, beispielsweise Rüstungsausgaben. Und das haben wir vor allem eben in den Golfkriegen gesehen, in denen dann auch dem US-amerikanischen Staat von verschiedenster Seite, vor allem eben von rechten, libertären Kräften oder marktradikalen Kräften, was dann häufig einhergeht, vorgeworfen wurde, dass sie eben einfach Geld gedruckt haben, um ihr Militär aufzurüsten und damit dann auch die Inflationskurve nach oben haben steigen lassen. Ja, und Stichwort Militärausgaben bringt uns natürlich super zu unserem ersten Grund der Geopolitik. Ich habe gestern noch im Kiosk mit Leuten darüber gequatscht, die dann sich eben tatsächlich die Frage stellten, ne, es wird alles teurer, es ist ja jetzt einfach ein ganz normales alltägliches Gespräch, woran liegt das? Und ich dann eben meinte, ja, wegen dem Krieg eben, ne? Da war erstmal so, ja okay, aber eigentlich kann das doch nicht sein. Und es ist aber tatsächlich so, weil wir leben nun mal in einer total international vernetzten Welt. Die Globalisierung hat alle Warenläufe, alles sehr stark miteinander verbunden. Und wenn also irgendwo größere gesellschaftliche Ereignisse passieren, und Krieg ist nun mal ein sehr großes gesellschaftliches Ereignis, wo dann also bestimmte Handelsrouten und so weiter dann eben dann vielleicht nicht mehr so laufen wie davor, oder auch geografisch das dann eingeschränkt wird, durch, weil man dann den Schiffsverkehr nicht mehr durchleisten kann und so weiter, ja, dann kommt es also zu Veränderungen im Import und im Export, und diese geopolitischen Veränderungen führen dann zu ökonomischen Veränderungen und das dann letztendlich zu einer Preisveränderung. In dem Fall von dem Ukraine-Krieg können wir das jetzt alle wirklich sehr gut sehen. Da waren dann teilweise auch wir selber schon ein bisschen überrascht davon, wie direkt dann da teilweise die Folgen und wie abgefahren die Folgen dann davon sind. Wir hatten jetzt, das ist schon einige Wochen her, waren wir bei unserem tamilischen Leibrestaurant essen, wollten da eben einen Mango-Lassi bestellen und ja, da hieß es eben, wow, wir haben, glaube ich, gar keine Mangos mehr, weil einfach die Schiffe nicht mehr durch den Donaukanal kommen können, beziehungsweise es da einfach ja sehr starke Verzögerungen gibt. Das macht man sich so im Alltag dann oft gar nicht so vergegenwärtigt, dass alles so miteinander verbunden ist, und dann ist schon zu so einem frühen Zeitpunkt, das war wirklich so eine Woche oder so, war es nach dem Beginn des Krieges, und es war so, wow, what the fuck, so wie kann das halt eigentlich sein? Und dann wird man sich wieder bewusst, okay, die haben halt auch kaum Sachen gelagert, beziehungsweise sowas wie Mangos und so kannst du ja auch nur begrenzt lagern, die verschimmeln ja auch irgendwann, und wenn es halt zu irgendwelchen unvorhergesehenen Verwerfungen oder Entwicklungen kommt, dann sind plötzlich ganz viele Sachen Mangelware oder werden teurer. Ja, und Mangelware ist natürlich da genau das richtige Stichwort, denn es gibt ja gerade eine Mangelware, die alle hier in Deutschland beschäftigt und vor allem nicht nur uns KonsumentInnen, die am Ende die Scheiße dann ausbaden müssen, sondern vor allem auch die vielen PolitikerInnen, die, glaube ich, da auch etwas anders gepokert haben, beschäftigt, nämlich das ganze Problem mit russischem Öl und Gas.
Ja, dann ist es tatsächlich so, dass in Deutschland wir 49% unseres Gases zu sehr guten und stabilen Konditionen bekommen haben von Russland. Das Skurrile ist jetzt also, dass der Ölpreis nach dem Überfall auf die Ukraine sehr stark gestiegen ist und danach aber wieder auf ein Vorkriegsniveau gesunken. Ja, und das finde ich auch einfach ein ganz spannender Fakt, weil ich weiß natürlich nicht, wie sehr das schon an anderen Fällen so gewesen war, weil ich mich da einfach nicht so intensiv mit auseinandergesetzt habe. Aber ich finde, an dem Fall kann man jetzt wirklich recht gesichert sagen, dass die Mineralölkonzerne den Krieg halt nutzen, um mit diesem Vorwand von eben gestiegenen Kosten, von Unklarheiten auf dem Ölmarkt, weiterhin richtig, richtig dick Kohle zu machen. Wie gesagt, der Ölpreis ist gefallen, aber sie verkaufen das trotzdem noch zu so einem hohen Preis an die KonsumentInnen dann weiter. Das muss man vielleicht auch mal jetzt wirklich hier allen Leuten sagen, die, da werden wir gleich noch zu kommen, zu der ganzen Frage von staatlichen Umweltmaßnahmen, dass eben die ganzen armen Ölkonzerne, wie sie sich dann immer darstellen, wie es auch häufig in der Autoindustrie ist, ja jetzt so von dem grünen Staat gegängelt werden und deswegen das so teuer abgeben müssen. Nee, das ist Unsinn. Eure geliebten Ölkonzerne, eure geliebten Autokonzerne sind jetzt wirklich die, die sowieso schon die ganze Zeit an euch als den KonsumentInnen dort verdienen und horrende Preise fordern, aber es jetzt nochmal besonders machen. Aber wir haben ja noch einen anderen Akteur, der das Gleiche auch sehr gerne mit der Ware Öl macht. Ja, und zwar ist das der deutsche Staat, der jetzt sehr, sehr deutlich und sehr, sehr viel mit ein Drittel Steuern an den ordentlichen Spritpreisen profitiert. Und da kann natürlich auch ein weiteres Embargo gegen Russland die Preise weiter deutlich in die Höhe schießen lassen. Und da finde ich es wirklich sehr, sehr undurchsichtig, was jetzt genau da alles passiert, wo sie eben abwägen, okay, wie weit können wir dieses Spiel noch treiben, wie weit können wir diese Preise noch hochhalten, weil wir da einfach dann krasse Steuereinnahmen bekommen und die Konzerne davon profitieren, ohne dass jetzt hier der völlige Volksaufstand losbricht, sag ich mal. Natürlich werden die das jetzt auch nicht in so einer messliche Steigerung, die werden auch nicht, aber trotzdem ja. Ist das ja gerade eine Situation, wovon sie auch eben profitieren. Ja eben, das muss man ja wirklich sagen, die schlagen ja diese 33% obendrauf, das heißt, das ist nicht einfach nur irgendwie, das wird damit reingerechnet, sondern wenn die Preise hoch sind, dann verdienen sie auch eben dran. Aber du hast ja schon richtig gesagt, die können es natürlich nicht ins Unermessliche machen, einmal wegen den sozialen Unruhen, aber natürlich auch, weil sie irgendwo drauf angewiesen sind, weil halt die deutsche Produktion sehr stark einfach auch Diesel als Liefermittel braucht, gerade mit. Das ist, glaube ich, immer das Einzige, was ich so aus dem Logistikstudium noch mitgenommen habe, was ich dann immer unbedingt nochmal anmerken will mit der ganzen Just-in-Time-Anlieferung und der Verringerung von Lagerkapazitäten. Jetzt habe ich sie ja gesagt. Ja, aber gerade bei Öl und Gas wird ja auch angemerkt, dass es wirklich ein Markt, der sehr, sehr großen Schwankungen unterliegt. Ich glaube, ein anderes historisches Beispiel, was vor so ein paar Jahren da immer eine große Rolle gespielt hat, war eben der Handelskrieg gegen Venezuela, als man eben versucht hat, diesen Störenfried in Lateinamerika aus US-amerikanischer Sicht dann platt zu machen. Da hat man ja auch immer wieder vor allem eben seinen Einfluss auf die OPEC und auf die anderen ölfördernden Staaten, die sich so im US-amerikanischen Umfeld befinden, auszuüben. Denn gerade den Ölpreis kann man sehr gut über die Fördermenge kontrollieren. Wenn viel gefördert wird, sinkt der Ölpreis und wenn eben die Förderung verringert wird, steigt er. Das klingt erstmal sehr banal, aber ist eben super Hebel, wenn man dann ein unliebsames Mitglied in der Staatenfamilie platt machen möchte oder eben auch einfach zu den eigenen Gunsten produzieren, exportieren oder importieren möchte. Ja, und da kann man ein super Beispiel, was ihr vor allem eure Großeltern und Eltern, wenn sie hier in Deutschland aufgewachsen sind, mal fragen könnt. Das ist nämlich die Ölkrise in den 70er Jahren. Das ist auch allgemein mit einer ziemlichen Inflation und einer Preissteigerung einhergegangen. Aber da könnt ihr sie ja mal drauf ansprechen, auf so Sachen wie beispielsweise die autofreien Sonntage oder was es dann auch in anderen Staaten noch für Systeme gab mit irgendwie den, ich weiß nicht mal, mit den Nummernschildzahlen von Autos, welche dann wann fahren durften und solche Geschichten. Weil als es nämlich den Sechstagekrieg, also den israelischen Krieg gegen die arabischen Nachbarstaaten gab, in denen Israel dann eben in 6 Tagen die arabischen Staaten besiegt hatte, gab es eine Antwort von den verschiedenen ölproduzierenden arabischen Staaten im Nahen Osten, die dann halt gesagt haben, so, ne, uns reicht das, wie der Westen hier immer Israel als
seinen Vorposten hochzieht, obwohl ein guter Teil von denen natürlich auch Vorposten des Westens waren, und haben dann eben die Ölmenge stark reduziert, natürlich auch zu ihren eigenen Einbußen, das muss man dann sagen, aber haben eben durch diese künstliche Verknappung der Fördermenge versucht, Druck auf den Westen auszuüben, weil natürlich nur noch sehr, sehr wenig Öl in die westlichen Staaten somit gekommen ist und der Ölpreis vor Ort auch stark gestiegen ist, was wiederum auch natürlich zu viel sozialen Tumult vor Ort und auch in Deutschland geführt hat. Und apropos Öl, ein anderes Öl, was wir alle brauchen, auch wenn wir kein Auto fahren und nicht aufs Auto angewiesen sind, ist dann natürlich Rapsöl zum Beispiel zum Braten und so weiter. Da erleben wir alle, neben auch dann natürlich Weizen, eine große Knappheit. Ich war gestern im Supermarkt, da gab es tatsächlich auch kein Öl und kein Weizen. Und auch im Kiosk wurde ich dann im Rahmen dieser Diskussion um die aktuelle Situation gefragt, ob ich dann noch irgendwo Kontakte hätte, wo ich noch Weizen oder Öl herbekommen könnte. Auch darüber hinaus sind die Preise natürlich horrend. Und ja, das kommt eben natürlich auch daher, dass die Ukraine speziell, aber auch Russland eben so ziemlich krasse Kornkammern sind, wo es jetzt dazu kommt, dass viel nicht mehr eingeführt werden kann, nicht mehr abgeerntet werden kann und dadurch natürlich auch eine Verteuerung der Lebensmittelpreise, der Nahrungsmittelpreise generell kommt, weil es ist ja nicht nur dieses unmittelbare, direkte Produkt von jetzt Mehl oder Öl, sondern es sind ja auch dann, jetzt gerade ist es teilweise noch nicht so stark, es ist zwar vorhanden, aber mit der Zeit, umso länger dieser Zustand andauert, denke ich mal, werden natürlich auch die daraus produzierten Produkte noch deutlich teurer werden. Ja, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort, weil du hast ja gerade schon gesagt, eben die jetzt nicht direkt als Konsumentin Öl einkaufen, eben weil man dann eben kein Auto oder die tatsächlich ja immer noch, glaube ich, sehr verbreitete Heizölheizung in Deutschland hat, was ja auch noch gibt, wo, glaube ich, auch eine ganze Menge Öl drauf geht, ist natürlich auch einfach die indirekten Kosten, weil, wie gesagt, Öl auch einfach für die Logistik, für die Anlieferung von Produkten und auch damit dann für die Weiterverarbeitung genutzt wird. Speziell zu dem Thema Weizen können wir euch auf jeden Fall auch noch ein kurzes mit offenen Karten von Arte empfehlen. Das verlinken wir euch dann auch unter dem Video, wie wichtig das Thema Weizen dann auch in einer geostrategischen Auseinandersetzung ist. Weil man weiß halt sowas natürlich im Kontext von eben zum Beispiel Öl, aber in anderen Bereichen ist es also genauso wichtig wie eben zum Beispiel beim Thema Weizen oder auch, und das bringt uns dann zu unserem Grund 2, solchen Fragen wie sauberes Trinkwasser, was natürlich auch in Zukunft nochmal mehr relevant werden wird, also zu der Frage der Ökologie. Weil da erleben wir natürlich auch eine Verknappung letztendlich der Rohstoffe und der wichtigen lebensnotwendigen Dinge, die wir alle brauchen, durch eben die Klimakrise, weil es einfach eine allgemeine Zerstörung unserer Lebensgrundlage gibt. Dass es also zum Beispiel durch Bodenerosion einfach immer weniger landwirtschaftlich nutzbare Flächen gibt. Vor allem auf lange Sicht führt das natürlich dann auch wieder zu einer Preissteigerung. Jetzt gerade wird halt dieser Effekt denn der Preissteigerung vielleicht noch durch Brandrodung und die Industrialisierung bestehender Flächen ausgeglichen. Aber das ist natürlich die Frage, wie lange geht das noch gut? Das zerstört natürlich dann auch eben die vorhandenen Flächen, die wir haben, weil sie eben nicht nachhaltig bewirtschaftet werden, sondern eben letztendlich vernichtet werden. Ja, man kann ja fast sagen, das ist ja eigentlich eine ziemlich ironische Geschichte damit, weil die Antwort auf Bodenerosion ist eigentlich die Schaffung von noch mehr Bodenerosion. Das ist ja eigentlich total absurd, aber zeigt halt, wie beschissen eigentlich dieses System mit so einem Problem umgeht. Ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch eine kommende Verknappung von endlichen Rohstoffen. Also Kohle, Gas, Öl, Erz, Uran, Sand natürlich nicht zu vergessen und eben Frischwasser, was ich gerade schon mal erwähnt habe. Das sind ja alles Rohstoffe, die nicht unendlich vorhanden sind. Und das wurde auch oft, denke ich, schon an vielen Stellen prophezeit. Aber es wird eben auch noch stärker um diese endlichen Rohstoffe auch Kriege geben. Und es gab sie natürlich auch schon in der Vergangenheit, weil natürlich das halt die Herrschenden auch auf dem Schirm haben, das Wissen und natürlich sich dann auch um diese Ressourcenpoole prügeln. Aber diese Auseinandersetzung wird also noch viel erheblicher werden. Das ist ja gerade das Dramatische, dass wir uns auf den Zustand zu bewegen, dass nicht ein Umdenken stattfindet, wo man dann also die Wirtschaften der jeweiligen Staaten darauf ausrichtet, dass man weniger von diesen Ressourcen verbraucht, sondern eigentlich dann mehr Geld da reingesteckt wird,
um höher an der Spitze der Staatenkonkurrenz zu stehen, also dann eben mehr ins Militär, wie das zum Beispiel auch Deutschland jetzt gemacht hat, reinzustecken, um dann sich so aufrüsten zu können, dass man eben in diesen zukünftigen Kriegen dann an einer besseren Stelle um eben diese endlichen Rohstoffe kämpfen kann. Und das ist natürlich genau im Prinzip wie bei der Bodenerosion eine total absurde Strategie und Idee, die natürlich nur ja eine ganz kurzfristige Strategie der Herrschenden letztendlich ist. Wobei natürlich dann, wenn man auch eben das ganze Geld dann zum Beispiel ins Militär reinpumpt, das natürlich dann auch kurzfristig auch für bestimmte Kapitalfraktionen wieder von Interesse ist. Aber da bewegen wir uns auf einen völlig wahnsinnigen Teufelskreis hinzu. Und ich denke auch, dass für Russland zum Beispiel diese ganze Frage der Nahrungssicherung und der Kornkammer der Ukraine eine richtig wichtige Rolle spielt, warum man diesen Krieg jetzt also begonnen hat und warum man sich dann anscheinend ja auch dieses Staatsgebiet einverleiben will. Das ist ja auch ganz klar eine ressourcenbasierte Interessenslage, die da besteht. Ja, ich glaube, gerade in Bezug auf den Weizen haben wir da gar nicht so viel auch drüber geredet. Das ist auf jeden Fall nochmal eine gute Ergänzung. Mhm. Was natürlich aber da auch wichtig ist, ist dann auch einfach, dass man damit natürlich so einen Konkurrenten ausschaltet. Wie, ich glaube, das haben wir auch in der Folge besprochen mit der Frage des Gasproduzierens, also Ukraine als Gasproduzent und damit Konkurrent Russlands. Und wenn euch das interessiert, hört, wie gesagt, gerne dann nochmal in die Folge zum Ukraine-Krieg von uns rein. Ja, natürlich neben dieser direkten Investition dann in die Militärausgaben als so eine Art direktes Konfrontationsmittel mit anderen Staaten gibt es natürlich auch einfach die Investition dann in andere Techniken. Und da ist natürlich jetzt ein beliebtes Mittel, um eben an weitere Gasvorkommen zu kommen. Einmal, um sich eben von Russland loszusagen, aber auch in die Zukunft investiert, um weiterhin eine gute Fördermenge zu behalten, auch wenn das Gas an anderen Stellen knapp wird, ist beispielsweise das Fracking, was wir vor allem in den USA sehen, dies ja zum größten Gasproduzenten der Welt katapultiert hat, natürlich dann auch wieder mit anderen Folgen für den Preis für Export- und Importmengen. Aber auch andere Sachen, beispielsweise die immer beliebter werdende Förderung von Öl und Gas aus Hochseequellen. Das ist auch was, was wir immer mehr sehen werden, desto knapper die einfach zugänglichen Kohle-, Gas- und Ölfelder werden, desto attraktiver wird es, die noch unerschlossenen und vielleicht auch etwas exotischeren Quellen anzuzapfen und mit moderner Technologie dann auszubeuten. Da sind ihr ja jetzt alle schon richtig geil drauf, dass dann die Pole schmelzen und so. Ja, die Arktis. Ja, da endlich geht's dran. Noch die Ressourcen, die wir bisher über all die Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht drangekommen sind. Da baut endlich, man doch. Endlich eine Region auf der Welt, die man richtig nochmal für den Markt verwertbar machen kann, wo es noch nicht gelungen ist, einfach nur aufgrund von Naturgrundsätzen. Ja, da steigt man doch noch lieber ins Kohle-Game ein und baut lieber noch ein Kraftwerk und fälscht noch ein paar Abgaswerte, dann geht's wenigstens schön schnell und endlich ist die Eisdecke weg. Vielleicht wäre das doch was für uns, irgendwie so ein Ölkonzern für die Arktis jetzt nochmal schnell aufbauen. Also, falls ihr versucht zu investieren, um eben auch der Inflation aus dem Weg zu gehen, weil das wäre jetzt eine individuelle Lösung, da ist natürlich nicht das Geld aufs Sparbuch packen, sondern schön in ETFs oder direkt dann in Aktien reinzuhauen, das Mittel der Wahl. Und ja, Ölkonzerne in der Arktis, da seid ihr wahrscheinlich zukunftssicher gut mit bedient. Ich meine, uns wird ja auch immer vorgeworfen, weil wir uns jetzt gegen Teuerung einsetzen, dass wir dann so total den Klassenreduktionismus und was ist denn mit der Umwelt und so weiter, wie könnt ihr euch dann gegen die Teuerung einsetzen und dass irgendwie Öl nicht mehr so viel kosten soll, das ist doch dann gut für die Umwelt. Zumindest auf dem Linke. Zumindest auf dem Investmentmarkt kann man dann sagen, zeig mir die grünen Aktien und die ethischen Aktien mit den guten Renditen. Ja, und nach diesem kurzen Abschweifen vielleicht jetzt nochmal auf die Klimakrise und die damit entstehende Knappheit eingegangen. Es geht nämlich dabei nicht nur bei Bodenerosion, bei Austrocknung etc. nur um Nahrungsmittelverteuerung, sondern wir haben auch ganz viele andere Felder, die sich wiederum auch dann auf alles andere auswirken. Ein Beispiel ist damit das echt starke Ansteigen von Holzpreisen. Und das betrifft beispielsweise manche Leute einfach darin, wie sie heizen. Das ist jetzt für Deutschland natürlich ein vergleichsweise kleiner Teil, international gesehen dann wieder mehr. Aber auch beispielsweise die Produktion von einfach nur Möbeln oder auch Teilen dann von eben der Weiterverarbeitung.
Und das kann man dann auch wieder ausweiten auf ganz viele andere Produkte, die aus eben so einer natürlichen Produktion kommen und die irgendwo angepflanzt werden müssen, aber dann für andere Sachen weiter genutzt werden. Das ist ja klar, Klimakrise bedeutet eben Waldbrände, Schädlingsbefall, Austrocknung von Flächen, was wir auch jetzt schon in Deutschland bemerkt haben, gerade eben in Ostdeutschland, in Brandenburg. Und das bedeutet wiederum weniger Flächen und auch einfach höhere Kosten bei der Produktion davon, durch eben höhere Kosten von Bewässerung, durch Ausfall von eben Niederschlägen. Und das alles schlägt sich dann vor allem eben in unserem Portemonnaie nieder. Was sich natürlich auch in unserem Portemonnaie dann niederschlägt, heute ist wirklich der Tag der guten Überleitung. Niederschlag, Niederschläge. Ist die CO2-Abgabe von 7-10% pro Liter, die in Deutschland jetzt noch auf den Sprit draufkommen, auf den Spritpreis. Das ist doch wirklich interessant, weil wir bewegen uns gleichzeitig in einem Szenario, wo der CO2-Ausstoß in Deutschland immer weiter steigt. Also ich habe vor ein paar Tagen noch so eine Statistik gesehen, wo also wir Jahr für Jahr immer mehr CO2 produzieren. Es wird nicht weniger, sondern es wird mehr. Was passiert da? Wir befinden uns in der Situation, dass wir alle draufzahlen müssen, oder sagen wir zumindest alle, die mit dem Auto fahren müssen, und offensichtlich trotzdem der Ausstoß von CO2 weiter steigt. Das zeigt nochmal an der Stelle so gut, was wir schon so oft gesagt haben, auch in der Folge zu der Grünen Partei und so weiter. Dieser sogenannte Umweltschutz von oben, dieser Grünen Partei Umweltschutz, der dann die Last der Klimakrise probiert, auf die ArbeiterInnen abzuwälzen. Was er ja ganz offensichtlich tut mit dieser CO2-Abgabe. Da sehen wir doch, dass es auch einfach an der Stelle dann nicht funktioniert. So. Und umso wichtiger ist es also, dann die ökologische Frage mit den sozialen Kämpfen zu verbinden und eben aus dem Kampf gegen die Klimakrise einen großen sozialen Kampf in dem Sinne von uns allen zu betreiben. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier kann man ja ganz einfach an die breite Bevölkerung anknüpfen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, den allermeisten ist ja klar, irgendwas ist da faul. Das, was die uns da erzählen, ist scheinbar nicht das, wofür die das machen. Da würde ich auch nochmal sagen, das funktioniert nicht nur nicht, sondern das ist gar nicht der Zweck von der ganzen Geschichte. Weil das, warum beispielsweise Deutschland dann jetzt in dem Fall seine Autoindustrie umstellt, ist, weil halt die Autoindustrie wichtiger Konkurrenzfaktor für Deutschland ist. Ja. Und aktuell geht die Produktion, auch wegen den immer steigenden Mineralölpreisen, eben in Richtung Elektronik. Und da möchte man einfach ganz vorne mitführen gegen so einen Konkurrenten wie Tesla. Oder dann auch in der Energiesicherheit, wo auf erneuerbare Energien jetzt umgestellt wird, das ist auch ein Konkurrenzfaktor. Und Deutschland ist da auch einfach ein sehr guter, jetzt nicht mehr Exportweltmeister, aber immer noch ganz weit oben dabei. Und natürlich Exportweltmeister unserer Herzen in der Frage von Getriebeproduktion und eben Wind- und Sonnenenergie, was ja auch immer wieder die USA verärgert hat, weswegen sie sich jetzt auf dem Fracking-Markt eben durchgesetzt haben. Da ist wirklich ganz wichtig, da dann eben an diesen breiten Unmut der Bevölkerung anzuknüpfen und sich mal die Frage zu stellen, ja, warum macht der deutsche Staat das denn eigentlich? Was macht er mit der Kohle und wie stellt er da um? Weil das Einzige, was die Leute davon merken, ist, dass scheinbar es mit der Klimakrise immer weitergeht in Deutschland, es wenn überhaupt so ein paar Projekte gibt, wo die nichts von merken und am Ende des Tages sie für die ganze Scheiße einfach draufzahlen und weniger Kohle in der Tasche haben. Und das bringt uns auch zu unserem letzten Grund, dem dritten Grund der Produktion an sich. Das darf natürlich nicht fehlen im Kontext einer solchen Folge wie der heutigen. Und das mag auch einfach banal klingen und es ist ja so ein bisschen durchgekaut wie so ein alter schludriger Kaugummi, wo so ihr kennt das vielleicht, wo so wirklich so das letzte Zucker so raus ist und man spürt halt nur noch diesen Zähnmatsch. Ja, im Kapitalismus wird einfach nicht zum Wohl der Konsumenten geplant, sondern zum Verdienen durch die Ware gewirtschaftet. Ja, und das mag natürlich dann ganz vielen KonsumentInnen direkt so scheinen, als würden die Marktteilnehmer da ziemlich irrational handeln. Weil, ich meine, das, was der Kapitalismus uns doch immer verspricht, was die ganzen Charaktermasken von PolitikerInnen uns da versprechen, ist doch eigentlich, das, was da gemacht wird, dass wieder Wirtschaft bestellt wird, ist eigentlich dafür, dass wir alle schön vollen Kühlschrank haben,
alle 2 Jahre das neueste Smartphone und vielleicht, wenn die Kohle am Ende des Jahres dann noch reicht, alle 4 Jahre für die neue Konsole für Sohnemann oder Töchterchen. Aber scheinbar ist es ja so, dass den Marktteilnehmern, dass den ganzen Konzern, dass den ganzen ProduzentInnen das gar nicht so sehr am Herzen liegt, wie sie doch eigentlich sagen. Ein gewisses Interesse besteht natürlich schon, weil sie natürlich auch einen Absatz für ihre Produkte brauchen und sie natürlich auch davon leben, klar. Also. Aber es ist eben nicht das, was sie im Kern da irgendwie bewegt, die KonsumentInnen glücklich zu machen, natürlich. Sondern das, was ich damit ja eigentlich sagen will, ist das, was sie dort bewegt, dass sie ihre Scheiße da absetzen, egal was am Ende des Tages dann da eigentlich verkauft wird. Das, was zählt, ist eben Reibach zu machen. Ja, und genau da setzt ja häufig jetzt auch die Diskussion im öffentlichen Raum dann irgendwie an, wenn wir uns jetzt mit Verknappung, wenn wir uns jetzt mit eben solchen begehrten Produkten beschäftigen, die immer teurer werden und die ja auf einmal dann doch nicht mehr in den ganzen Supermarktregalen oder Technikmärkten zu finden sind. Wo ist eigentlich die PS5? Ja, wo ist die PS5? Da sind die Leute so geil drauf, die reißen das Ding aus den Händen. Da bleibt Sony ja gar nichts, als den Originalpreis zu erhöhen oder eben so einen Schwarzmarkt zu befeuern. Die Leute wollen dieses Ding unbedingt und es kann leider einfach nicht ausreichend produziert werden. Ja, und genau das Gleiche ist ja auch so ein bisschen immer jetzt die Sicht von der breiten Öffentlichkeit, wenn es um die Frage hier Mehl, Öl, Klopapier etc. gibt. Und vielleicht muss man dazu sagen, es gibt dieses Phänomen. Es gibt dieses Hamsterkaufphänomen und es gibt auch Supermärkte, die tatsächlich deswegen das Zeug nicht mehr da haben. Und es gibt auch ein paar Produkte, die sind so begehrt, dass sie dann eben ausverkauft werden und dadurch knapp werden. Da muss man auch natürlich dazu sagen, macht auch so eine mediale, in Anführungsstrichen, Hysterie, auch wenn es ein böses Wort ist. Das wird ja auch oft medial erzeugt, dass dann eben darüber geredet wird, okay, das könnte jetzt knapp werden oder was auch immer, oder das könnte sich jetzt die Preise erhöhen, und dann wird das eben rauf und runter gepredigt auf allen Medien, und es verbreitet sich natürlich auch auf den sozialen Medien sehr schnell, und ja, dann rennen also alle los und holen sich das begehrte Zeug. Aber natürlich nur, weil sie nicht selber hamstern, sondern weil sie Angst vor den anderen Hamsterern haben. Und dann kann man sich nämlich immer sagen, ja, ich bin ja jetzt nur losgegangen, weil die anderen Leute, die sind ja, gehen ja so irrational da dran. Und was weiß ich, die gehen mit 4 Packungen Klopapier da raus und 8 Flaschen Öl. Deswegen habe ich mir jetzt mal vorsichtshalber 3 Packungen Klopapier und 6 Flaschen Öl gekauft. Ja, aber trotzdem, das gibt es und das ist auch, wie gesagt, für viele Lebensmittelmärkte gerade ein Problem, aber es ist eben nicht das, weswegen es häufig zu dieser Knappheit kommt. Weil, wie gesagt, wir haben ja gerade schon ganz häufig angesprochen, dass das einfach an ganz vielen unterschiedlichen Faktoren hängt, wie das gerade geliefert werden kann, wie gerade die ökologische Situation da ausschaut, wie viel kann da überhaupt produziert werden. Aber es gibt auch ganz häufig den Fall, dass natürlich nur so viel produziert wird, wie es gerade eben in das Profitinteresse von dem jeweiligen Konzern reinpasst. Mhm. Weil ganz häufig gibt's auch den Fall, das ist ein Phänomen, was sicherlich eine von euch kennt, nämlich diese künstliche Verknappung, dass eben für kurzzeitige Gewinneinbußen künstlich weniger produziert wird, um langfristig Gewinn zu machen. Beispielsweise PS5. Keine Ahnung, ob das so ist. Bei der PS5 weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber das kennt man vor allem eben vom Modemarkt, wo ja nicht irgendwie produziert wird, weil jetzt das Leder irgendwie für die neueste Version der Jordans, obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob die noch mit Echtleder gemacht werden, für die neueste Version der Jordans dann eben fehlt, oder das Stoffmesh oder Polyestermesh für eben die neueste Version der Yeezys, sondern werden halt eben weniger produziert, weil das dann einen Preisanstieg bedeutet und bei den Leuten begehrter ist und natürlich auch ein gewisses Mysterium schafft, weil nicht jeder kann diese Schuhe haben. Eine andere Seite von dem Ganzen ist natürlich, dass auch so produziert wird, dass es einfach noch abgesetzt werden kann. Weil das haben wir ja auch schon häufig angesprochen in verschiedenen Folgen. Da könnte ich gar nicht jetzt, wie ich so gerne mache, auf irgendeine Folge verweisen, weil wir so häufig darüber gesprochen haben. Aber ein ganz krasses Beispiel: Es gibt bei Weitem mehr produzierte Nahrungsmittel als Leute auf der Welt, die diese brauchen. Wir haben eigentlich zu viel, wir produzieren zu viel, aber es wird halt so verkauft und es wird da produziert, wo es dann eben nicht genutzt wird, beziehungsweise ganz häufig wird es auch weggeworfen. Ein ganz krasses Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wann genau oder wie genau das passiert ist, aber riesige Mengen von Nahrungsmitteln, die regelmäßig dann
aufgrund von eben Preisschwankungen im Milchmarkt dann einfach weggekippt und zerstört werden. Einfach weil es sich nicht lohnt, die zu verkaufen und weil die Weiterverschiffung, Weiterverarbeitung davon und der Verkauf sich einfach nicht lohnen wird. Und deswegen ist es günstiger, das ganze Zeug einfach wegzukippen. Und das gibt es an ganz vielen Stellen und in ganz vielen Beispielen. Oder auch so eine komplette, ich nenne es mal Idiotie, wie das einer der, ich glaube zwischenzeitlich das größte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das größte Exportgut, was nach in Deutschland oder die EU geliefert wurde, dann Schnittblumen aus Afrika über den Luftweg sind. Und da ist ja offensichtlich, dass das also eine Form der Produktion ist, die nicht anhand der Bedürfnisse passiert, sondern einfach ist es halt einfach günstiger, diese Blumen dort also anzupflanzen, weil die Arbeitskräfte da so beschissen bezahlt werden, weil die Produktionsbedingungen für das Kapital da so günstig sind, und es ist noch günstiger, die ganzen Sachen per Luft hier rüber zu fliegen, was natürlich auch eine ökologische Katastrophe vollends ist. Und dann ist natürlich auch, dann steckt, was ich auch nochmal wichtig finde, noch als letzten Punkt dazu zu sagen, ganz viele Dinge sind natürlich auch in Frage zu stellen, ob sie produziert werden müssten. Also es gibt eine Menge von Schrott oder auch Überproduktion von Schrott. Ne, ihr kennt es vielleicht aus unserer Story, der Bananenschneider. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel bei dem Thema. Wo man dann eben, ja, ein Gerät, was nur dazu da ist, um Bananen zu schneiden. Wer kennt es nicht, dieses Problem? Gut, dass der Kapitalismus auf alles eine sinnvolle Antwort hat, die unsere Bedürfnisse deckt. Ihr müsst ja immer dran denken, ein komplett aus dem Kontext gerissenes Beispiel jetzt, als es mal bei Aldi irgendwie eine Überproduktion von so Trichtern gab, also so als Aktionsprodukt, und dann wusste man halt nicht, was man damit machen soll, und dann hat man die einfach in Eiskratz-Set mit reingepackt fürs Auto mit so einem Eisschaber, und dann wurde das einfach irgendwie als so Eiskratz-Trichter verkauft. Okay. Das fand ich genial. Einfach so als Müll, der beigelegt wird, den man aber wirklich eigentlich für nichts da benutzen konnte. Aber es war noch ein schönes Extra. Ja, super. Stimmt, ja. Ach, weißt du noch, damals wollte ich doch auch immer in der anarchistischen Gruppe Dortmund unbedingt, dass dieser Trichter angeschafft wird. Also ich persönlich finde Trichter wirklich ein sehr nützliches Produkt. Stimmt. Den haben wir dann nie benutzt. Ja, wir schweifen wieder ab. Ja, ein anderes ganz großes Beispiel ist jetzt der Chipmangel, der gerade eben in Technikprodukten dazu führt, dass die Preise stark steigen. Und das werden vielleicht ein paar von euch auch mitbekommen haben, dass, falls man sich jetzt mal eine neue Grafikkarte anschaffen wollte, so wie ich das wollte, damit ich mit Marian endlich wieder vernünftig Apex Legends oder Rainbow Six Siege spielen konnte, auf einmal damit konfrontiert war, dass die Grafikkartenpreise sich verdoppelt hatten. Das ist jetzt eigentlich ein recht banales Beispiel, denn das muss man ähnlich wie beim Öl als Schmiermittel unserer Produktion bedenken. Halbleiter-Chips sind so zentral für unsere Wirtschaft geworden und sind eigentlich in jedem Produktionsprozess, den es aktuell gibt, mit da drin und müssen dann auch wieder als Kosten einbezogen werden. Deswegen wollten wir auch nochmal bei diesem Punkt Produktion darauf hinweisen, weil ganz häufig sind so viele versteckte Kosten da drin, und durch den Mangel dann an einer Seite in so einer globalisierten und hochtechnologisierten Wirtschaft kann es dann durch so einen Mangel, der auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun hat, sich dann im Preis ziemlich ordentlich niederschlagen. Ja, und das gibt's dann in ganz unterschiedlichen Bottlenecks in der Produktion, wie man das so schön immer in der Wirtschaftswissenschaft dann bezeichnet. Ein Bottleneck ist dann eben aus dem Bild einer Flasche herausgenommen, der Ort an der Flasche, wo sich dann entscheidet, wie viel Wasser kann da eigentlich rausfließen, und damit auch, wo hakt es jetzt an der Produktion, die dafür sorgt, dass dort weniger produziert werden kann. Bei den Chips ist es auch ganz interessant, neben natürlich immer unterschiedlichsten Meldungen zu, ja, hier ist die seltene Erde alle, hier ist das Erz alle, und das bedeutet jetzt am Ende des Tages, dass wir weniger produzieren, gibt es ja dann eigentlich immer irgendeinen Weg raus. Es ist bei den Chips jetzt auch so, dass es ganz an einem ganz interessanten Punkt hakt, wo jetzt ein Bottleneck ist, nämlich an der ABF-Folie. Das ist so eine Isolierfolie, die man für die Chips braucht. Für den Grundstoff von dieser schönen Folie gibt es weltweit aber nur einen einzigen Hersteller, nämlich den japanischen Konzern Ajinomoto. Und den kennt vielleicht ein paar von euch, wahrscheinlich aber eher nicht, als Produzent des Geschmacksverstärkers Glutamat. Was übrigens, um das kurz anzumerken,
viel weniger schädlich ist, als es im Volksmund oftmals gesagt wird und was wahrscheinlich eher auf so eine Art von antiasiatischem Rassismus zurückzuführen ist, dass das so verteufelt ist, das Zeug. Da haben wir uns erstmal eine große Packung besorgt, als wir das erfahren. Wirklich gutes Zeug. Ja. Und, wenn man so kocht, kann man sehr gut dann ja auch gerade für Veganer einen Fleischgeschmack, eine Herzhaftigkeit, eine Vollmundigkeit mit erzeugen. Und ja, für, falls euch das auch wissenschaftlich interessiert, ich glaube, die Mai von MyLab hat ein gutes Video zu gemacht. Ja, aber kommen wir wieder zurück zu den Halbleitern. Und dieser Grundstoff hat diesem Konzern halt einfach sehr wenig bislang eingebracht. Und deswegen hatten die auch nie sonderlich Interesse, die Produktion da aufzustocken. Jetzt gab es aber eben, wie auch beim Öl, einfach eine erhöhte Nachfrage nach der Corona-Krise. Alle haben wieder eingekauft, weil wirtschaftlicher Aufschwung. Und gerade die Unterhaltungsindustrie hat ja durch Corona nochmal so eine richtige Verbesserung bekommen. Alles musste technologisiert, digitalisiert etc. werden. Und da gab es auf einmal dann Mangel an den netten Chips. Jetzt hat Ajinomoto wahrscheinlich seine große Sternstunde als Produzent für den Grundstoff der ABF-Folie. Falls euch das Thema noch interessiert, kann ich euch auch empfehlen, euch ein bisschen das Bottleneck bei den Impfstoffen anzugucken. Da gab es nämlich interessanterweise auch ein bei den Fläschchen für den Impfstoff, weswegen der deutsche Staat dort dann auch in die Produktion ganz sozialistisch nach DDR-Vorbild eingreifen musste mit ordentlichen Subventionen, weil das Problem für die Verteilung des Impfstoffs dann an einem Punkt gar nicht mehr die Produktion des Impfstoffs war, sondern es einfach an diesen kleinen süßen Fläschchen, die ihr dann vom Arzt kennt, gefehlt hat. Ja, und ich denke, zum Abschluss dieses letzten Themenbereichs, des letzten Grundes, ist auch wichtig festzuhalten, dass es überdeutlich macht, dass es um eine langfristige Transformation der Produktion gehen muss. Das ist einer unserer ganz zentralen Elemente unserer Politik, dass wir also sagen, nur wenn wir die Produktion in die Hände der Konsumenten legen, in die Hände also der ArbeiterInnen legen, wenn wir selbst die Produktion nach unseren Bedürfnissen gestalten und diesen wirren Kreislauf der Zerstörung unserer Lebensgrundlage und der Ausbeutung nur für den Profit durchbrechen, dann können wir auch es schaffen, eben langfristig solche, in Anführungsstrichen, Verteuerungen dann zu umgehen und auch einfach generell diesem Kreislauf zu entfliehen. Das ist der einzigste Weg. Es gibt im Kapitalismus keinen Weg, das herbeizuführen, und natürlich ist auch eine Transformation der Produktion grundsätzlicher Art nicht innerhalb des Kapitalismus möglich. Genau diese Umstellung der Produktion ist es doch, was uns davor bewahrt, in diese liberalen Antworten, die jetzt überall wie immer zugegen sind, hineinzugeraten. Also, jetzt ist es an der Zeit, in diesem Sinne aktiv zu werden, weil ist es nicht genau das, womit sich der Kapitalismus verkauft hat, dass er sagt, ich ermögliche für alle Menschen ein vergleichsweise materiell gutes Leben, zumindest in der westlichen Welt, wo also wir alle zu günstigsten Preisen alle schönen Waren in einer großen Auswahl und Facette zur Verfügung haben, die für uns alle grob erschwinglich ist, für die einen etwas mehr, für die anderen etwas weniger, aber das wird eben nach Leistung dann gezeigt, was man da also bekommt. Das ist es doch, was immer die Propaganda gesagt hat, gegenüber dann auch dem Realsozialismus an der Stelle natürlich, ich biete euch die vollen Regale, für alle erschwinglich. Das war es doch immer. Und jetzt stehen wir, erst in der Corona-Pandemie, jetzt in diesem Krieg, stehen wir vor leeren Regalen wieder. Natürlich nicht komplett leeren Regalen, aber das war ja auch im Sozialismus nun mal nicht so tatsächlich an der Stelle, sondern es hat immer an bestimmten Produkten gemangelt oder vor extrem teuren Preisen. Also für mich eigentlich einer der Hauptgründe und Inhalte, wie sich der Kapitalismus in seiner Propaganda verkauft und vermittelt, gerät jetzt immer mehr in Schwanken, gerät immer mehr an seine Grenzen. Das müssen wir aufgreifen. Diesen Unmut in der Bevölkerung, der real existiert, das dürfen wir nicht ins Leere laufen lassen. Denn wenn wir es ins Leere laufen lassen, und das haben wir an verschiedenen Stellen, ich habe ja auch einen Aufruf zu der ganzen Thematik geschrieben, aktiv zu werden in dieser Hinsicht, den ich euch auch nochmal empfehlen kann und auch nochmal verlinken werde auf anarchismus.de, und auch an verschiedenen anderen Stellen haben wir das schon gesagt. Wenn wir das aus linker Perspektive ins Leere laufen lassen, dann können doch nur die Rechten wieder davon profitieren. Kann es doch wieder nur zu einer Spaltung der Klimabewegung, die so zentral für unsere Zukunft ist, und eben weiten Teilen der ArbeiterInnenklasse kommen, weil die eben sagen, ja, klar, und das sagen auch die meisten ArbeiterInnen natürlich, klar will ich auch in Zukunft, dass meine Kinder gut leben können in dieser Welt, aber
wie soll das funktionieren, wenn das auf meinem Rücken ausgetragen wird? Und das sagen die Leute zu 100% richtig. Und hier müssen wir also ganz, ganz klar aktiv werden und ganz, ganz klar auf Grundlage von grob dem, was wir auch in dieser Folge heute gesagt haben, den Reaktionären keinen Platz lassen und unsere Perspektiven sowohl kurzfristig, die wir dann zusammen entwickeln müssen, wie wir jetzt auf diese konkrete Krise reagieren, als auch mittelfristig über die Organisierung in den verschiedenen Lebensbereichen und in den verschiedenen, vor allen Dingen auch gewerkschaftlichen Kämpfen natürlich an der Stelle, als auch langfristig, wenn es dann um die Transformation der Produktion geht. Das sind also wirklich handfeste Dinge, die wir, mit denen wir Kämpfe entwickeln können und mit denen wir auch einfach Anschluss finden werden, wenn wir jetzt kämpfen zu dieser Thematik. Ja, absolut richtig. Denn da müssen wir auch wirklich am Ende des Tages einfach sehen, wer wir sind und für was wir stehen. Denn in dieser ganzen Diskussion um die Preissteigerung sind wir wirklich die Einzigen, die am Ende des Tages, auch aus einem eigenen Interesse, weil wir es eben selber sind, die sind, die für die Leute einstehen, die darunter leiden, die deswegen weniger Geld in der Tasche haben und weniger Produkte am Ende des Tages im Einkaufskorb und nicht wie die Rechten oder die Rechtsliberalen, die dann eine kurzzeitige Lösung dort fordern, wie beispielsweise Steuererlass auf die Produkte oder eben für die Konzerne, die sicherlich für einen kurzen Zeitraum dafür sorgen, dass wir uns die Sachen wieder leisten können, aber am Ende des Tages nichts an dieser ganzen Misere ändern und vor allem die Klimakrise dann auch einfach nur noch weiter beschleunigen, aber auch nicht wie eben die staatlichen Lösungen, wie die Linksliberalen, wie die Grünen, die dann einfach nur den Staat dort machen und walten lassen wollen und diese ganzen Steuern in der erzieherischen Wirkung für die Produktion und vor allem für die Bevölkerung dort auferlegen wollen. Denn weder die einen noch die anderen sind wie wir die, die eben für uns und für die Leute, die darunter leiden, einstehen, denn sie haben sich dort ein ganz anderes Subjekt besorgt und das, finde ich, muss dann auch mal wirklich da in aller Deutlichkeit gesagt werden. Wir müssen da unsere Aufgabe erfüllen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die sind, die wirklich dort die nachhaltige und die langfristige Lösung besorgen können. Das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen, was mir wirklich unbegreiflich ist, dass auch wirklich Teile von so Leuten, die sich als radikal Linke verstehen, da sich jetzt gegen sperren, also irgendwie oder das problematisieren, wenn man jetzt in dieser Hinsicht aktiv werden will. Ich meine, was sind das denn für Leute so? Sind das alles irgendwie, die in irgendeiner Villa leben? Also habt ihr nicht weniger Geld in eurem scheiß Portemonnaie so? Wirkt sich das nicht auf euch aus? Wenn ja, wie macht ihr das? Es muss ja galaktisch sein, was ihr da halt für Möglichkeiten habt, dass ihr in so einer Situation, ne, wir sagen das immer so schön, ja, wir sind ja Teil der Arbeiterinnenklasse und so weiter. Wenn du jetzt halt nicht da aktiv wirst und nicht einen eigenen, auch aus einer ganz eigenen Perspektive von Betroffenheit auf Grundlage dieser beschissenen Situation, dass wir einfach mehr arbeiten müssen für weniger, was wir bekommen, die Mieten steigen, alles immer beschissener wird von einfach unseren ganz basically materiellen Verhältnissen. Was ist denn mit euch so im Ernst mal? Ja, vielleicht muss man da wirklich am Ende des Tages dann doch so einer kommunistischen Kritik an dieser ganzen Scheiße ein bisschen Recht geben und sagen, ja, so wie es scheint, sind das wirklich, auch wenn ich dieses Wort eigentlich noch nie so ernsthaft verwendet habe, kleinbürgerliche Idealisten, denen dann am Ende des Tages eine Mobilmachung gegen Russland und gegen den russischen Staat wichtiger ist, als günstiges Gas zu haben und denen dann eben so eine Erziehung den Leuten weg von Auto als Mittel der Verkehrswende scheinbar wichtiger ist, als dass die Leute nicht, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit pendeln oder ihre Kinder irgendwo abholen, leiden müssen. Da blicke ich dann auch doch wirklich ziemlich fragend drauf, was diese Leute dann überhaupt noch für eine eigene Praxis in solchen Fragen fordern, als abzuwarten und den Staat einfach mal machen zu lassen. Aber darum muss es eben für uns gehen, jetzt gemeinsam mit unseren NachbarInnen, mit unseren Kolleginnen zu versuchen, solidarisch diese Krise zu überstehen, sich gemeinsam zu organisieren, sich zu finden und einfach das Beste rauszuholen, was irgendwie geht, um halt diese ganze Krisenfolgen abzufedern, zumindest ein bisschen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es eine wirklich tolle Aufnahme heute, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir dann auch mit euch diesen Mittwoch, wie immer, ab 19 Uhr bei Twitch und YouTube
uns im Livestream wiederfinden. Und wir freuen uns natürlich auch, falls ihr lieben Linken, die ich gerade so angesprochen habe, die ihr anscheinend ja diese großen Grundstücke besitzt und diese tolle materielle Grundlage habt, dass ihr euch nicht aufregen müsst über die Preiserhöhung, dann gebt uns doch auch gerne etwas. Wir freuen uns auch über Spenden, ob regelmäßig oder einmalig, damit wir dieses Projekt weiter vertiefen können, weiter stabilisieren können. Ja, und wir wollen natürlich nicht nur unsere reichen GenossInnen hier zur Kasse bitten, wobei ich da wenig Vertrauen drin habe, da wir ja wahrscheinlich moralisch nicht so gut in den Wertekompass der Leute dann reinpassen, sondern wir wollen natürlich auch ganz direkt aktiv werden. Und da muss man ja Gott sei Dank sagen, dass das hier in Dortmund ganz gut funktioniert hat, denn wir haben auch schon für nächste Woche, wo wir euch dann auch von berichten werden, eine Kundgebung geplant zu eben der Energiepreiserhöhung. Da wird's dann sicherlich ganz spannend und da werden wir euch dann auch nochmal schreiben, wie das Ganze aufgenommen wird, weil das ist für mich jetzt auch nochmal spannende Sache zu schauen, wie reagiert jetzt auch die Bevölkerung darauf, auch wieder mit unserem verspäteten Auftreten natürlich als radikale Linke und wie können wir jetzt möglichst gut darin wirken. Da denke ich mal, während der ganzen Folge jetzt klar geworden ist, das ist wichtiger denn je und das wird jetzt für die kommenden Wochen und auch für die kommenden Monate die entscheidende Frage unserer Politik. Ja, ihr seid dann natürlich auch noch eingeladen, am 22. April ab 18 Uhr zu kommen auf die Münsterstraße in der Nordstadt vor dem Kirchturm und natürlich auch zum 1. Mai. Das lohnt sich auch von außerhalb anzufahren, denke ich. Ab 16 Uhr im Westpark, da haben wir auch das Motto gewählt, für eine Zukunft ohne Krisen, um das auch nochmal zu untermalen, die aktuelle Zeit. Und in dem Sinne steht einiges an in Dortmund. Wir freuen uns, mit euch auf der Straße zusammen zu kämpfen gegen diese Krise. Ja, und natürlich hoffentlich diesmal auf eine etwas vollere und spannendere Diskussion im Livestream. Denn jetzt haben wir ja mal endlich wieder ein richtig kontroverses Thema. Glück auf! Glück auf!